Nicht nur große Konzerne sind von Cyberangriffen betroffen. Tatsächlich ist jeder Betrieb dieser Bedrohung ausgesetzt. Allein im Jahr 2019 wurden 75% aller Unternehmen Opfer von Cyberangriffen. Aber was ist ein Cyberangriff? Beispiel Lösegeld. Eine Zahnarztpraxis öffnet eine E-Mail mit Bewerbungsunterlagen. Durch das Öffnen wird das Computersystem mit Schadsoftware infiziert. Der Zugang zu sämtlichen Patientendaten ist sofort gesperrt. Das Unternehmen soll 20.000 Euro Lösegeld zahlen. Beispiel Massenanrufe. Ein Handwerksbetrieb wird unbemerkt gehackt. Die Angreifer gelangen so an die PIN der Telefonanlage. Sie tätigen auf Kosten des Unternehmens Massenanrufe ins Ausland. Der Schaden für den Betrieb beläuft sich auf insgesamt 40.000 Euro. Wie schützt Cybersecurity? Mit unseren Versicherungspaketen sichern wir Ihr Unternehmen vor, während und nach einem Cyberangriff ab. Wir bieten Prävention, Soforthilfe und finanziellen Schutz. Als Prävention vermitteln wir Ihnen IT-Experten, die Sie individuell beraten und Sicherheitslücken aufzeigen. Daraufhin werden Ihnen Sicherheitsmaßnahmen empfohlen, um das Risiko eines Cyberangriffs zu reduzieren. Als Soforthilfe behebt ein IT-Expertenteam den unmittelbar entstandenen Schaden umgehend. So erleiden Sie keinen Betriebsausfall und vermeiden mögliche Folgeschäden. Als finanzieller Schutz decken wir interne Verluste und Haftungsschäden gegenüber Dritten gemäß der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung ab. Ihr Unternehmen bleibt liquide und weiterhin handlungsfähig. Die Bedrohung von Cyberangriffen ist permanent. Schützen Sie sich jetzt! Wir beraten Sie gerne rund um das Thema Absicherung vor Cyberrisiken. Vereinbaren Sie einfach einen persönlichen Termin mit uns.